So. Wir sind hier perfekt zurück in der fünften Folge vom ETS 2. Na, eigentlich müsste ja du anmoderieren, gell? Alles gut? Gut, das war natürlich wieder mal perfekt. Direkt mit der Zollkontrolle hier gestartet. In Serbien. Okay. Also ich bin jetzt auf serbischem Grund. Okay. Und hatte gerade noch 555 Kilometer auf der Uhr stehen. Ich habe mich ein bisschen vorgedrängelt. Wie vorgedrängelt. Ich bin einfach rechts an allen vorbei und kurz vorm Häuschen wieder eingeschert. Ist auch eine Taktik. Ja, hat hier und da eine Delle gegeben, aber Aufliegerschaden. So, Grenzkontrolle. Prüfe Ihre Papiere, bitte warten. So, wo muss ich jetzt sein? Oh nee. Alles in Ordnung, gute Fahrt, danke. Das ging aber schnell bei dir. Ja. Ist halt Ostblock Connection. Aha. Bitte nutzen Sie die rechte Straßenseite. Oh, das Polizia. Genau, jetzt bin ich bei Serbien. Dann kommt gleich eine Mautstelle. Muss ich erstmal hier durch Zoll durch. Ja, stimmt. Kannst auch noch mal deine Papiere prüfen lassen. Aber hier stehen sie zu uns und aus dem Weg rum. Ah, doch, da ist Zoll. Ein LKW vor mir, aber Ja gut, wenn einer vor dir ist, den kannst du nicht irgendwie nee. Mal kurz so wegschieben, das geht halt nicht. Papiere prüfen. Ist okay. Erster Gang ist drin. Und los geht's. Ich roll schon wieder auf die nächste Mautstelle zu. Wahnsinn, wie viele Mautstellen hier sind in kurzer Zeit. Du bist ja aus Geld irgendwie wieder reinholen, oder? Ja. Aber deswegen sehen die Straßen ein bisschen alt aus hier. Ja, habe ich mir auch gedacht. Und kyrillische Schrift hier, also ihr mögt so keine lateinischen Schriften ungefähr. Aber jetzt bin ich ja da, jetzt ist derjenige da, der schnell fährt, obwohl bei 8, ich darf ja 90 fahren. Dann hole ich ja keinen Startkredit, um die Straßen zu bezahlen. So, jetzt Mautstelle, Mautstelle. Was ist ein ENP? Darf ich da hinfahren, Ja, ENP? fahr da hin. Da kannst du einfach durchfahren. Ja, merke ich. Außer man verschaltet sich da nicht. Ja. Du schaltest ja nicht manuell, glaube ich, gell? Doch. Doch. Der Manuel wieder, Ja, der Emanuel. Ach ja, ist das herrlich. ha? Ja, ich dachte jetzt, ich fahre, juhu. Jetzt habe ich hängen noch bei 70 rum. Hab noch 7 Stunden vor mir. 6,5.
532 Kilometer. 470. Mhm. Aber ich habe die ganze Mischung auch mal gesehen an der Grenze. Du hast, glaube ich, 5 LKWs vor mir. Ich war schon lange durch die Grenze durch, wo du daran kamst. Nein, ich habe dich gesehen. Also bei mir war Gaming und so. Drauf. Ich bin gerade angekommen, dann bist du weggefahren. Dann bin ich an denen vorbeigefahren. Du müsstest ja direkt dann hinter mir sein. Naja, ich habe schon eine Weile, glaube ich, bis. Kommt die zweite oder dritte Baustelle nach der Grenze oder so? Zweite müsste sein. Ja. Da bin ich ja gefühlt auch seit 3 Stunden vorbei. Hier ist mitten, ach, Mist. Hier ist mitten auf der Autobahn eine Bushaltestelle. In Serbien ist mitten auf der Autobahn eine Bushaltestelle. Ja. Ja, da kommst du auch jetzt bald vorbei. Da musst du halt ein bisschen schneller laufen, damit du einspringen kannst. Hallo? Ich glaube, der hält da, glaube ich, nicht. Oder hört da die Karte auf? Ist ja nicht mal, ich habe mal irgendwo Karten mir am Anfang, wo ich zum Beispiel ETS gespielt habe, schön zusammengeholt. Ja. Und hab's dann aber irgendwie versemmelt und auf einmal bin ich gegen die Wand, unsichtbare Wand gefahren. Oder das Ding ist hängen geblieben, das Spiel. Weil da musstest du auch irgendwelche irgendwelche Mods oder Dateis zu. So Grenzüberschreitung quasi. Wenn du mehrere Maps zusammentust, musst du irgendwie so eine Zusatzdatei nehmen, die halt auch zusammenpassen dann. Ja. Die hatte ich nicht. Naja. Also ich bin jetzt gleich bei der nächsten Mautstelle. Ja, ich bin hier auf dieser achtfachen Autobahnkreuzung da durchgefahren. Okay. Aber hier kann man ja 90 fahren, deswegen passt es ja. Und ich blink natürlich ordnungsgemäß. Ja, ich auch. Noch 470 Kilometer, oh, das wird echt knappe Sache. 396. Ah ja. Also du könntest es echt tatsächlich noch schaffen. Na gut, ich fahre nicht Vollgas. Bitte? Ich fahre nicht Vollgas. Ja. Ich fahre eigentlich so generell so ungefähr mit 80, dass du auch noch aufholen kannst. Mhm. Aber irgendwie sind wir immer genau gleich weit entfernt. Ja. Ja, entweder werde ich von irgendeinem PKW umgeschmissen oder keine Ahnung was. Ja gut. Du brauchst doch wieder länger bei den Mautstellen zu wegbeschleunigen wie ich. Ja. Wahrscheinlich. Die Zeit, wo du reinholst, wo ich nur 80 fahre, die hole ich beim Beschleunigen wieder raus. Ja. Ja, ich komme bestimmt auch noch dazu, dass du einen satten LKW hier auf dem Profil dann hast. Oh, die Straße endet hier. Machen aber noch echt keinen Platz. Ja. Also ich denke mal, dass sie es noch so bis 250 Kilometer vor Ziel kommen wird in der Folge. Okay. Mein Bett ist schon wieder blau. Okay.
Da muss ich schon gehen. Da muss er gehen. Er sieht nur das blaue Bett und dann muss er gehen. Wo ist er aufgemacht? Bei IKEA vorbei. Könnt ihr auch mir ein Bett holen? Ja. Wäre im Rahmen des Möglichen. Ich habe halt bestimmt auch Geld verloren. Als ich auf deinen Stand gekommen bin, habe ich die ganzen Mods und so weiter ja quasi deaktivieren müssen. Und habe auch den zweiten LKW dann irgendwie verloren. Weil den hätte ich ja verkaufen können, hätte ich ein bisschen mehr Kohle. Ja. Da habe ich nicht aufgepasst. Aber ich nur so faszinierend mit dir zu spielen. Im Konvoi. Durch die Mautstelle bin ich jetzt aber echt gut super durchgekommen. Nur ein bisschen vom Gas gehen müssen wir, ne? Ah, wieder ganz rechts, gell? Mhm. Also ich bin überzeugt, wenn ich wirklich... Also wenn ich Vollgas gefahren wäre, hätte ich das locker gepackt. Also wo ich jetzt gerade lang fahre, da verlierst... Ah doch, nee, da verlierst du genauso viel Zeit. Meiner gehend. Und ich fahre die ganze Zeit auf Seitenstreifen, weil ich habe einen LKW überholt. Dann kam der andere. Oh oh. Okay. Was? Bisschen Stadion am LKW. Okay. Und ich bin rot, ich muss jetzt bei der nächsten Möglichkeit schlafen. Das ist schon der Vorteil, dass es hier nicht so lang dauert mit dem Schlafen. Wenn man eine Stelle findet, wo man schlafen kann. Ja. Motorfehlfunktion, na toll. Fängt ja gut an. Ich habe noch 248 Kilometer. 284. Paratschin, okay. Komm schon. Ah ja, ist das herrlich hier. Ja. Es ist 90 erlaubt. Ja. Ich war 82 und war fast schneller wie der LKW vor mir. Okay, ich hol grad einen Bus. Aber du kennst auch gerade nur die Gaspedalstellung Bodenblech, oder? Ja, jetzt muss ich aber kurz runter hier, weil hier ist eine Schlafmöglichkeit. Geht aber schnell. Wo ist denn die Schlafmöglichkeit? Also wir sind jetzt ziemlich bei 15 Minuten. Ja. In der Folge. Bei der Schlafmöglichkeit. Und ich habe jetzt noch 240 Kilometer, also ich habe gut geschätzt. Aber ich bin noch mitten auf der Bahn.
Aber theoretisch kannst du dann auch weiterfahren, weil bei dir kommt dann gleich wieder eine Mautstelle, wo du auch halten kannst. So. Jetzt bin ich wieder auf der Autobahn. Ja. Bei mir kommt jetzt wieder gefühlt gar nichts, wo ich rausfahren kann. Okay. Also du fährst jetzt raus und ich suche mir dann auch was da. Oder? Ja, wenn ich rausfahren kann, fahre ich raus. Genau, damit wir dann da mal Oder ich weiß, einen Stopp machen ich habe können. jetzt nur noch 200 Kilometer. Wir haben 290 Kilometer noch. Komm, machen wir den Auftrag noch fertig. Okay. Aber dann würde ich trotzdem sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Bitte? Ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Okay. Gut. Dann 3, 2, 1.